So, dann kommen wir jetzt zu Teil 2. Ich gebe ja. Ihnen mal zwei Fotos. Bitte sehr. Danke. Und fangen Sie mal an. Erzählen Sie uns, was Sie auf dem Foto sehen. Okay, auf dem Foto sehe ich zwei Männer. Und die beiden gibt, glaube ich, eine Frau. Vielen Dank. Und die Männer, also ein Männer ist ein Freund sein und die andere hier kommt und macht deine Haare schneiden. Ich habe nicht verstanden. Der eine ist? Der eine ist Freund sein, vielen sein. Friseur? Friseur. Mhm. Und die andere, das ist eine Gast von der Friseur. Und ich vermute, ihr habt eine Geburtstag oder Hochzeit vielleicht. Und ja, ich finde, das ist schon eine schöne Friseur. 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 Ja, das ist alles. Gehen Sie in Deutschland zum Friseur? Ja, natürlich, ich gehe. Wie oft? Einmal pro Monat. Das ist in eine Guinea-Friseur. Ein was? Guinea. Aus Guinea, ja, ein guineischer Friseur. Und gibt es Unterschiede zwischen diesem Friseur oder Friseurin in Deutschland und Friseurin in ihrem Heimatland? Ja. Ja? Was ist der Unterschied? Also der Unterschied ist, in meiner Heimat ist billiger. Billiger? Billiger, ja. Ja. Wie viel kostet das? Das ist kostet 5 Nachbar. Und wie viel ist das in Euro? Das ist vielleicht 1 Euro. 1 Euro, okay. Ja. Wie viel bezahlen Sie hier? Hier 10 Euro. 10 Euro, okay. Ja. Noch ein Unterschied? Noch ein Unterschied? Ich glaube, kein. Nein? Ja, nur das. Okay, danke sehr. Dann Sie bitte dran, Foto 2. Ja. Auf dem Bild sehe ich zwei Personen und eine Fröse und eine Gäste. Ich vermute eine Einladung oder Hochzeit. Und auf dem Bild sehe ich eine Salon. Wie heißt das auf Deutsch? Ein Föhn. Auf dem Bild sehe ich eine Fuhr und eine Brille auch. Den Mann trägt ein weißes T-Shirt, eine weiße Kleidung und schwarze T-Shirt. Krawatte auch. Und eine schwarze Wand, Wand oder Wand? Bild. Nein, nicht Bild. Das alles. Das alles. Ja. Gehen Sie zum Friseur in Deutschland? Ja. Erzählen Sie davon. Ich gehe in Friseur. Ein Monat. Zweimal pro Monat. Zweimal pro Monat? Ja. In Afrikaners Friseur. Und wie ist dieser Friseur? Neben Hauptbahnhof. Wie ist dieser Friseur? Wie? Sind Sie zufrieden oder ist er schlecht? Nee. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Okay.
Und gibt es Unterschiede zwischen Ihrem Friseur hier und dem Friseur in Ihrem Heimatland? Ja. Sind die gleich oder sind die anders? Nee, anders. Was ist anders? Also mein Heimatland, einmal pro Monat, ich bezahle 25 Nakfa, nicht Euro. Und wie viel ist 25 Nakfa? Ich denke 5 Euro. 5 Euro, für einen Monat? Ja, für einen Monat. Und in Deutschland, manchmal 15, manchmal 10. Okay, krass. Aber manchmal auch beide. Ich. Was beide? Ich habe viele Maschinen zu Hause. Und ich gehe schnell Arbeit. Ich gehe nicht in diesem Friseur. Und das mit Maschinen. Sie machen das selber? Ja, schneiden selber. Sie die Haare selber? Nee. Die Haare nicht? Das Step und das alles. Sie meinen den Bart? Ja. Verstehe. Danke sehr. Dann kommen wir zur Analyse. Bei dir, Abdullahi, zwei Männer, ich sehe zwei Männer, die beiden gibt, glaube ich, in einem Friseur. Die beiden sind, okay, glaube ich, bei einem, sag mal, Friseur. 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 So ist gut. Friseur. Ne? Bei einem Friseur. Der eine ist Friseur, der andere ist Gast, ist nicht falsch. Etwas normaler ist Kunde. Kunde, der andere ist Kunde. Kunde, ja. Es ist nicht falsch, Gast, aber Gast ist normalerweise ohne Geld. Ja? Genau. Aber man kann das auch sagen. Auch beim Hotel sagt man, wir haben Gäste. Ja. Ist auch richtig. Ja? Aber ich denke, ihr wolltet Kunde sagen. Und dann hast du gesagt, ich vermute, ich glaube Hochzeit. Ich finde, er ist ein guter Friseur. Ne? Das war gut, auch Interpretation. Du kannst noch ein bisschen mehr interpretieren. Ne? Ich vermute, er geht zu einer Hochzeit oder er geht jede Woche vielleicht zum Friseur. Ja, seine Haare sehen sehr gut aus. Er hat auch einen guten Bart. Er hat ein gutes Hemd. Ich denke, er liebt zum Friseur zu gehen. Einfach Fantasie. Ja? Gut. Dann, ich sehe zwei Personen. Und du hast später über die Kleidung gesprochen. Mein Tipp, erst beschreiben, dann interpretieren. Ja, du hast, ist nicht falsch, aber für den Prüfer ein bisschen schwer. Du hast beschrieben, ich sehe zwei Personen, dann, ich vermute, er ist ein Gast, ich vermute, der Gast hat eine Einladung, bla bla bla, und dann, sie trägt ein weißes Hemd und so, wieder Beschreibung. Ja, nee. Ja, es ist nicht falsch, aber besser ist, erstmal, was sehe ich? Ich sehe zwei Personen, der eine ist Friseur, der andere ist Kunde, der eine trägt ein weißes Hemd, der andere ein schwarzes Hemd, okay, fertig. Dann, ich vermute, ich denke und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Ja. So mehr organisieren. Ein Satz, ich vermute, eine Einladung, hast du gesagt. Ich vermute, der Gast oder der Kunde hat eine Einladung. Ich vermute, eine Einladung ist nicht genug. Ich vermute, er hat eine Einladung. Ja. Und ihr dürft nicht den Prüfer fragen, wie heißt das? Das dürft ihr nicht fragen. Ja. Wenn ihr das nicht wisst, nehmt eine andere Sache. Guck mal, der Föhn ist da, ihr könnt auch sprechen über andere Sachen. Ne? Es gibt immer 10 Sachen, über die man sprechen kann. Wenn ich dieses Wort nicht weiß, vielleicht kann ich das erklären oder ich nehme eine andere Sache. Ja? Ich spreche nicht über den Föhn, ich spreche über die Haare. Ja, die Haare sind so ungefähr 4 cm lang. Ne, sehr gut geschnitten. Ich spreche gar nicht über den Föhn. Gar nicht. Ja. Okay, das war alles. Danke. Ja.